Was bedeutet Spooling bzw. Ansprechverhalten? Und viele von euch haben den Begriff Turboloch schon mal gehört. Ich möchte das jetzt in diesem Video einmal kurz erklären. Man muss sich das so vorstellen, die Abgase kommen in diese Abgasseite rein, um den Turbolader anzutreiben. Jetzt muss ich erst einmal diese ganze Abgasseite füllen, um hier diese volle Geschwindigkeit der Welle zu erzeugen. Das heißt, Abgase gehen rein, so langsam dreht sich diese Welle los, der Turbolader fängt an, mehr Luft und mehr Luft zu befördern. Wenn das hier alles voll ist und der maximale Staudruck in diesem Bereich erreicht ist, hat der Turbolader seine volle Drehzahl und kann damit dann den vollen Ladedruck erreichen. Der Zeitraum von, ich gebe bei Standgas Gas, bis ich habe eine gewisse Drehzahl, um die richtige Abgasmenge zu haben. Und dann fängt der Turbolader an, volle Leistung zu liefern. Das ist das Ansprechverhalten. Man hat es immer so in so einem, Leistungsaufbau. Und bei manchen älteren Fahrzeugen war es noch dieser richtige Turbo-Punch, der da war. So dieses plötzliche Aufbauen des Ladedrucks. Und je nachdem, was für ein Turbolader man fährt, welche Größenordnung, hat man da auch diesen dollen Stoß oder halt einen sachten Aufbau der Leistung. Ja, und dieser ganze Zeitraum wird im Volksmund Turboloch genannt, weil ich gebe Gas und nichts passiert. Und irgendwann macht's bam und dann ist die Leistung da. Man könnte jetzt noch differenzierter sagen, dass das Spooling eigentlich das Hochdrehen des Turboladers bedeutet. Selbst in dem Moment, wo schon genügend Abgase da sind, also ich sag mal, wo die Drehzahl da ist, ich halte das Gaspedal bei 4.000, 5.000 Umdrehungen, trete dann aufs Gas, dann braucht der Turbolader auch nochmal so eine kurze Sekunde, und da geht es mit dem Kugellager übrigens schneller, um komplett hochzudrehen, um die Leistung in den Motor zu bringen. Das wird dann häufig als Spooling bezeichnet, oder das ist der Zeitraum des Spoolings. Prinzipiell einfach gesagt kann man aber sagen, Spooling, Turboloch, Ansprechverhalten ist eigentlich alles eins. Es geht immer um diesen Zeitraum, ich gebe Gas und dann bringt der Turbolader seine Leistung. Ich hoffe, das ist so erstmal einfach genug erklärt. Wenn ihr weiterführende Fragen habt, schreibt die einfach unten in die Kommentare. Wir beantworten die gern. Wenn ihr mehr wissen wollt zum Turbolader-Thema, der Link zu der Serie ist unten in der Beschreibung. Wenn ihr Lust habt, klickt einfach mal drauf und schaut euch auch die anderen Videos an.